Das Fußballstadion in Zwickau-Eckersbach ist die Heimstätte für den FSV. Der Spielbetrieb läuft hier reibungslos und inzwischen geht der Blick der Verantwortlichen schon über den grünen Rasen hinaus. Samstagmorgen gegen 8:30 Uhr. Der Mannschaftsbus des FSV Zwickau steht abfahrtbereit auf dem Parkplatz am Schwanennest. Doch bevor die Spieler zum Pokalspiel nach Kamenz abfahren, gibt es noch etwas ganz anderes zu erledigen. Um das Stadion herum haben sich die früheren Bauflächen bewachsen, naturnahe Wiesen sind entstanden. Doch im Zeitalter des Insektensterbens reichen solche Grünflächen nicht mehr aus. Und so wurde das Projekt Puppenstuben gesucht ins Leben gerufen. Eine Hilfestellung für Insekten, um Rast, aber auch Brutplätze und nicht zuletzt Futter zu finden. Wir sind auf der Südseite des Stadions. Im Sommer volle Sonne, trocken. Wir haben gemeinsam mit Rainer Kallweit hier am Stadion das Projekt Schmetterlingswiesen aufgenommen. Hinter mir an dem Masten sehen Sie auch die erste Fläche. Und wir wollen jetzt hier den Hang, der an der Südseite lang zieht, sich ebenfalls mit Sträuchern bepflanzen. Diese sind insektenfreundlich, vogelfreundlich. Wir haben das auch mit Matthias Nuss von dem Projekt Puppenstuben gesucht abgestimmt. Die Planungen laufen im Prinzip seit Juni diesen Jahres und heute ist der Zeitpunkt, wo wir die Pflanzung vornehmen wollen. Wir haben mit dem Wetter absolutes Glück. Eine Woche später alles geplant, hätten wir ein Riesenproblem gehabt. So passt das optimal. Von fachlicher Seite her wird das Projekt durch die Piepenbrock-Dienstleistungsgruppe unterstützt. Weiß doch nicht jeder, wie so ein Strauch richtig gesetzt wird. Doch die Begeisterung ist da und die ist nicht nur bei den FSV-Fans spürbar. Wir haben den Rotary-Club Zwickau-Glauchau mit eingebunden. Darüber erfolgt die Finanzierung der Pflanzen. Einige Freunde des Clubs sind heute auch bei der Pflanzaktion dabei. Wir haben Alfred Börner mit den Jugendlichen der Diakonie unter uns. Wir haben noch jetzt Mitglieder vom FSV Zwickau dabei und natürlich auch eine Fans sind unserem Aufruf gefolgt. Und dabei spielen weder die Stellung im Verein noch das Alter irgendeine Rolle. Hier bringt jeder ein, was er kann und das tut gut. Ist doch das Thema Fußball oft genug mit Negativschlagzeilen besetzt, sobald man 5 Meter vom Spielfeld entfernt ist. Hier aber sind die am Werke, denen es auch mal Spaß macht, etwas für den Verein zu tun. Dass sie dabei auch noch etwas für die Natur tun, ist ein positiver Nebeneffekt. Und vielleicht bleibt es nicht das letzte Projekt. Wir werden schauen, wie die Aktion läuft, wie das anwächst. Und wir werden sicherlich mit Rainer Kallweit noch weitere Ideen folgen lassen. Wir sind auch dabei, auch mit anderen Institutionen der Stadt zu reden. Ich habe positive Signale von Professor Kassel bekommen, der neu gewählte Rektor der WHZ. Auch die WHZ will sich dieser Aktion anschließen. Und bei diesem Engagement werden künftige Generationen das Schwanennest vielleicht genauso mit Bäumen und Hecken eingerahmt sehen, wie es die frühere Spielstätte, das Westsachsenstadion, ist. Der Anfang jedenfalls ist gemacht.